mir das Angebot. Ich lag vorne noch nicht, bin ich fast einschlafen. Ja, aber ich denke mal, die erste Situation war, die erste war 10, die erste 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 10, die dx konstant zum Mann fallen weg. Zweitens haben wir hergeleitet. D von c mal x ist c mal dx, konstante Faktoren bleiben erhalten. Drittens haben wir gezeigt, wenn n eine anständige Zahl ist, dann ist d von x hoch n gleich n mal x hoch n minus 1 mal dx. Insbesondere ist also d von x Quadrat 2x dx. Viertens haben wir gezeigt, jetzt rede ich jetzt sogar weiter, wenn d eine ganze Zahl ist, dann ist d von x hoch p gleich p mal x hoch p weniger 1 mal dx. Insbesondere haben wir gezeigt, dass d von 1 durch x gleich ist minus dx gebrochen durch x². Soweit bis jetzt. So, wir machen aber weiter. Fünftens. Wir wollen ausrechnen, wenn y gleich ist, die n-te Wurzel aus x hoch p, wie man das differenziert. Oder wie man auch schreiben kann, das ist gleich x hoch p gebrochen durch n. Dabei ist p irgendeine ganze Zahl und n ist eine brave, normale Zahl, 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas ähnliches. Nun, was machen wir hier? Wir potenzieren beide Seiten zur n-ten Potenz, also y hoch n ist gleich x hoch p. Wenn wir das haben, können wir beide Seiten differenzieren. Dann bekommen wir links nach der Potenzregel, die wir bereits kennen, nämlich Nummer 3, n mal y hoch n weniger 1 mal dy ist gleich rechts p mal x hoch p weniger 1 mal dx. Also können wir das dy ausrechnen, dass dy ist gleich. Das da müssen wir sozusagen drüber dividieren. Also wir haben p gebrochen durch n mal x hoch p minus 1 gebrochen durch y hoch n minus 1 müsste ich schreiben, dann mache ich so, dann schreibe ich n mal y mal dx. Statt y hoch n minus 1 im Nenner schreibe ich y hoch n im Nenner, dann würde noch minus 1 ist dann also y im Zehner. Ja? Sie richtig gleich werden. Schön, das ist also gleich. Warum mache ich das nämlich so? Weil ich ja weiß, dass das y noch n ist. Das ist x hoch p, sehen Sie das? Ja? Sehr sympathisch. Also bekomme ich p durch n mal das y schreibe ich gleich hier.
mal y hoch n ist x hoch p, habe ich hier x hoch p minus 1 durch x hoch p. Das ist 1 gebrochen durch x. Ja? X hoch p durch x hoch p ist 1, dann p x hoch minus 1 ist x. Mal x, das ist also gleich p durch n mal y ist n Divers aus x hoch p mal die n-te Wurzel aus x hoch p, wir brauchen doch x, px. Ja? Also, aber die Regel, d von der n-te Wurzel aus x hoch p ist gleich p gebrochen durch n mal Bruchstrich. Im Zähler steht die n-te Wurzel von x hoch p. Im Nenner steht n, a steht x, daneben steht x. Ja. Ich meine, Sie könnten es auch so schreiben, d von x hoch p durch n, recht? Das ist etwas. Ist gleich p durch n mal, das da ist x hoch p durch n. Was im Zähler steht. Und jetzt kommen wir noch durch x dividieren, das heißt minus 1 mal x. Also Sie sehen, es gilt sogar, dass das d von x hoch irgendeiner rationalen Zahl a, d durch n ist eine rationale Zahl, gleich ist. Dieses d durch n, also dieses a, mal x hoch a minus 1, mal dx. Also was hier bei 3 für natürliche Zahlen, bei 4 für ganze Zahlen gezeigt worden ist, ist jetzt hier bei 5 für rationale Zahlen gezeigt. Speziell merken wir uns, d von der Wurzel aus x. D von der Wurzel aus x ist gleich. Wurzel x ist x hoch 1/2, nicht? Dann macht man Bruchstrich. 1 durch 2, nicht bloß das x ist ein halb, so 2 Nenner. Dann habe ich hier Wurzel x weniger 1, also hoch ein halb weniger 1, habe ich x hoch minus ein halb. X hoch minus ein halb ist durch Wurzel. Und oben steht x. Also man merkt sich, Wurzel differenziert ist durch 2 mal Wurzel. Zähler steht dann das Differential von dem, was unter der Wurzel ist. So merkt es. Schön. Das war 5. Was gibt es noch? 6. Was ist, wenn z gleich ist x gebrochen durch y? Ein Quotient. Wie differenziert man das? Aber das da rübergebracht und dann noch durch dieses y dividieren. Ja? Das ist also gleich dx minus, was war denn das? Z. Aha, das war x durch y. X durch y, durch y, das Ganze noch einmal durch y dividiert. Das ist, wie man so sagt, ein Doppelbluff. Ja? Und wie behandelt man einen Doppelbluff? Indem man mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Teilnenner erweitert. Das war nicht anders. Gell? Also wir erweitern C wieder und Nenner mit Y. Das heißt, ist gleich Bruchstrich, die Nenner steht Y zum Quadrat, im Zähler steht Y mal X, minus, jetzt fällt er hier weg, X durch Y. Also erhalten wir die schöne Regel, G-Form. X durch Y ist gleich Bruchstrich, das nennt man die Quotientenregel. Merken Sie sich nicht mit Buchstaben, sondern merken Sie sich so. Ich differenziere diesen Bruch, der Nenner zum Quadrat.
der Nenner zum Quadrat. Nenner oben anschreiben. Mal den Zähler differenzieren. Minus Zähler anschreiben, mal Nenner differenzieren. So merkt ihr euch. Keine Buchstaben, UV oder sowas. Also. Schön. Ja, der Bett ist heute nichts mehr, schreibe ich noch auf. Siebtens haben wir gelernt. D von Cosinus X ist gleich minus Sinus X mal X. Und D von Sinus X ist gleich Cosinus X mal X. Jetzt können Sie alles differenzieren. Das zeige ich Ihnen an einem Beispiel. Ich mache ein Beispiel, wo man viel differenziert, weil Sie bekommen dann auch zu Hause. Für zu Hause einfach. Die Übungen. Für den Herrn Körner und seine Kommilitonen. Da bekommen Sie dann Beispiele, wo Sie viel differenzieren. Sie werden sagen, das habe ich schon gelernt, das Differenzieren. Differenzieren Sie jetzt aber bitte immer so, wie ich Sie jetzt an diesem Beispiel vorführe. Ja? Sie werden sehen, es ist einfach das Sympathische. So, also, gehen wir es an. Beispiel. Erstes Beispiel. U ist gleich 2 Zeta dritten minus 5 T Quadrat plus 8. Also, ein Kinderbeispiel, weil wir fangen uns an, ganz langsam an, uns aufzuwärmen. Das differenziert. DU ist gleich. Wie gehen wir vor? Summenregel, also jeder einzelne wird differenziert. Konstanten Faktor bleiben erhalten, Potenzregel, also plus 8 konstante Summan ist gleich vergessen, da können wir 2 herausheben, das Differenzielle gibt es 3 t Quadrat in t, also haben wir dann 2 mal 3 6 t Quadrat minus, da bekommen wir 2 t dt, bekommen wir also 10 t, das Ganze dt. Bitte vergessen es mir nicht hinten, das Differential immer hinzustellen. Wer das vergisst, muss sich schämen. Weil, da wird sich nachher dann zeigen, das ist dann nicht gut. Die Differenzial ist immer wichtig. Zweitens. V ist gleich Klammer 2 U Quadrat weniger 1 zur siebten. Natürlich gibt es einen ganz fleißigen, wir sagen, das rechne ich jetzt aus, was es ist, diese siebte Potenz mit was falschen Dreieck und so weiter. Also, denen rufen wir zu, bravo, bon voyage, und wenn wir sie wieder nichts gerechnet haben, wir machen das flotter. EV ist gleich, ich sehe die Klammer als Variable. Dann sage ich, habe ich die Klammer auf 7. Das Differenzierte gibt die Klammer. 7 mal die Klammer, 2 U Quadrat weniger 1 hoch 6. Mal D von der Klammer. Ja? So gehen wir vor. Mal D von der Klammer ist weiter gleich. Das D von der Klammer gibt 4 U DU. Ja? Und 4 mal 7 ist 28. 28 U, das DU schreiben wir ganz hinten, mal 2 U Quadrat weniger 1 zur 6. Mal die U und wir sind fertig. So gehen wir vor. Drittes Beispiel. Willi. Willi ist ein Beruf. Willi ist 1 durch Gamma. V der dritten minus 1 zur vierten. Was ist das Differential von B? Ist gleich. Na, da sage ich mir, hier habe ich auch minus 4. Dann haben wir so minus 4 vorne und dann bekommen wir auch minus 5. Klammer auch minus 5. Das heißt, die Klammer auf 5 im Nenner. V der dritten weniger 1 auf 5. Ja? Mal
Nicht vergessen. D von der was? Klammer. Bei D von der Klammer. Bei G von V der dritten weniger 1. Bei Wörtlich sind nur die Klammer differenziert. Die Klammer sehen wir als eine Variable. Ein paar Leute, die ein bisschen schon das vielleicht gelernt haben, weil wissen, der macht ja dauernd die Kettenregel, das habe ich noch gar nicht genannt. Die brauche ich auch nicht, weil das geht einfach so in meiner Beschreibung. Ja. Wir sprechen dann schon noch über die Kettenregel, aber am Freitag. Ja. Beim Rechnen spürst du es dann. Das ist richtig. Richtig rechnen, so wie hier. Ja. Ist der Wert gleich? So, das Differenzierte gibt 3v der dritten dv. Das ergibt minus 12, 4 mal 3 ist 12, v Quadrat dv, wir brauchen nur Klammer v der dritten weniger 1 zur 5. Jetzt könnte jemand kommen und sagen, jetzt muss ich da noch diesen Nenner ausrechnen. Tun Sie das nie, fast nie. Es gibt ganz gewisse Momente, wo man den Nenner ausmultipliziert. Die sind aber sehr, sehr selten. Meistens bitte den Nenner nicht ausmultipliziert. Also, bei Nenner merkt man sich sofort, Nenner nicht ausmultipliziert. Nur in der Verzweiflung. Nämlich dann müssen Zähler durch Nenner dividieren müssen von ihrer Division. Dann müssen sie das machen. Aber das kommt auch vor, aber ich zeige Ihnen dann was. Sonst nie ausmultipliziert. Viertes Beispiel. Ich habe das Integrale gewartet, damit ich das jetzt sehen will. Wurzel aus. Gamma mit Quadrat plus 1 zur dritten. Ich meine, da könnte man sich nach der Wurzelregel differenzieren, dann sagen, da muss ich nach der dritten Potenz differenzieren und dann nach der Gamma. Wäre möglich, okay? Ich kann aber auch sagen, das ist gleich Gamma b Quadrat plus 1 hoch 3 halbe. Ist vielleicht bequemer. Denn dann ist das dx nach der allgemeinen Potenzregel 3 halbe mal b Quadrat plus 1 hoch 1 weniger in der Hochzahl 1 halb mal d von der Klammer. D von der Klammer wissen wir aber gleich, das ist 2 wdw. Ja, das ist aber schön, weil 3 halbe mal 2 ergibt 3. Dann haben wir 3 mal das W zieht nach vor und da habe ich die Wurzel aus d Quadrat plus 1 dw. Fünftens. Y ist gleich der Tangens von x. Ja, was ist denn der Tangens? Ach ja, das ist Sinus x durch Cosinus. Also Quotient. Quotientregel beginnt immer mit großer Bruchstrich. Ja? Großer Bruchstrich, immer zuerst Nenner schreiben. Nenner zum Quadrat. Cosinus Quadrat x. Nenner oben anschreiben. Cosinus x. Mal Zähler differenziert. D von Sinus x ist Cosinus x dx. Also Cosinus x mal Cosinus x dx, das ist Cosinus Quadrat x. Mal dx, das dx gibt man gleich hin. Minus. Zähler anschreiben, Sinus x. Mal Nenner differenziert, d von Cosinus x ist minus Sinus x dx. Kriegen wir daher plus noch einen Sinus, also Sinus Quadrat x. Dx steht schon draußen. Jetzt kommen natürlich die so Fakt sehen, Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist was? 1. Das ist richtig. Also wer will, kann schreiben, das ist gleich dx durch Cosinus Quadrat x. Aber schönes Folgendes. Den Bruch zu zerbrechen. Schaut, Bruch zu zerbrechen heißt Folgendes. Das plus das. Also Cosinus Quadrat durch Cosinus Quadrat. Was ist denn Cosinus Quadrat durch Cosinus Quadrat? 1. Und Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat. Was ist denn das? Tangens zum Quadrat. 1 plus Tangens zum Quadrat.
Also, wir merken uns, D von Packet 6 ist gleich 1 plus Tangens Quadrat x mal dx. Es ist auch 1 der Cosinus Quadrat x dx. Das ist auch die Differentiationsformel des Tangens. Jetzt versinkt sie. Aber sie kommt wieder. Glauben Sie bitte, sie kommt wieder. Der Fotografen bringt sie wieder vor. So. Zelt. Z ist gleich, was habe ich da? Kurz nach 17 Quadrat plus 1 steht die 10er. In dem Nenner steht 1 plus 17er. Nur zum Einüben von allen Regeln. Was ist dz? Wenn du keinen mehr hast. Ist gleich. Wie lautet die Quotientenregel gleich am Anfang? Riesenbruchstrich. Ja. Also, seien Sie bei den Bruchstrichen nicht unbeschreiblich. Die Schwierigkeit der Quotientenregel ist eigentlich nicht das Differenzieren, sondern das Umformen, das hat man aber das schönes Deutsch. Ganz. Also Sie lernen beim Differenzieren eigentlich das Rechnen, das Sie in der dritten Klasse, fast sagen wir gesagt, Volksschule, also Mittelschule gelernt haben. Ja. Richtig dunkel. Also, Nenner zum Quadrat. Nenner oben anschreiben. Mal 10er differenziert. Oh, wieder 10er ist eine Wurzel. Wurzel differenziert ist durch 2 mal Wurzel. Was steht im 10er? Das Differential von dem, was unter der Wurzel ist. Das ist 2y und y. Minus. Zähler anschreiben, Wurzel aus y Quadrat plus 1, mal, Nenner differenziert, mal die y. Und sowas darf man natürlich nicht stehen. Das erste, was wir sehen, ist 2 und 2, die beiden verschwinden in den Orkus. Und dann sehen wir Doppelblut. Ja, aber wir sind die Experten des Doppelbruchs. Glaubst du, es gibt Mathematiker, die können das nicht, was sie können. Nämlich den Doppelbruch so zu sehen, dass man sagt, ich erweitere mit der Wurzel. Mathematiklehre, wie so gut ist, Deutsch sagen. Also die Kinder in den Schulen irgendwie. Aber das haben sie in der Zeitung eher gelesen. Gut, das ist gleich. Also wir erweitern mit der Wurzel. Bruch. Beim Erweitern. Wir fangen am besten immer beim Erweitern mit dem Nenner an. Beim Bruch erreichen sollte man immer den Nenner. Zuerst hinschreiben, weil es meistens leichter ist. Ja? Dann hat man was schon hinter sich. Also, wir erweitern mit dieser Wurzel, das heißt ja mit dem Nenner, 1 plus y in Klammer zu Quadrat, bei der Wurzel aus y Quadrat plus 1. Und im 10er sehen wir, dass wir damit erweitert haben. Das heißt, dann bleibt uns also hier, Gott sei Dank, der Bruch weg. Das bleibt uns nur hier das y und die y. Mit dem multipliziert. Und das können wir machen. Dann bekommen wir hier y plus y Quadrat, weil ich ausgerechnet habe. Also erlaubt sich das ja ein bisschen schneller hin. Ja? Also y plus y Quadrat, das ist der y, den wir gleich nach rechts, dann ist es da schon weg. Minus, und da müssen wir auch erweitern, minus y Quadrat plus 1. Schwerster Fehler, man vergisst die Klammer. Bitte Klammer nicht vergessen. Ja? Minus y Quadrat plus 1. Na wunderbar. Da kriegen wir ja was. Was ist gleich? Aber ziehen wir hier einen Bruchstrich. Was kriegen wir in den Zähler? Y Quadrat minus y Quadrat ist nichts. Und dann bekommen wir y minus 1. Wir brauchen doch 1 plus y. Die Klammer zu Quadrat. Bei der Wurzel aus y Quadrat plus 1. Mal nichts. Die y. Sie haben sich gerecht. Ganz. Bitte? Die y. Ah, nee, schon. Das war's.
Gut. Bitte. Müssen wir nicht statt in die Y die Klammer reinsetzen oder dass es unter der Wurzel steht? Sie müssen das jetzt wieder so herumfassen, wir stoppen. Ganz oben allgemein beim DY müssen wir dann nicht den Ausdruck, der unter der Wurzel steht, reinsetzen statt dem DY. Also DY Ausdruck unter der Wurzel. So. Ja. Ah, ich habe die Wurzel differenziert. Die Wurzel differenziert ist durch 2 mal die Wurzel. Und oben steht das D von dem, was unter der Wurzel ist. Das D von dem, was unter der Wurzel ist, ist 2Y DY. Ich glaube, ich bin auf Kurs. Ja. Aber jede Frage ist gut. Insbesondere der Hose sich da von meiner Rechnung. So, nächste Buchstabe nach Z ist P. Q ist Sinus Alpha durch Cosinus Beta. Ja? Differenziert. Nach der Quotientenrechnung. Was ist dq? dq ist gleich, Quotientenregel, Riesenbruchstrich. In meiner steht Cosinus Quadrat Beta. Im Zähler steht Cosinus Beta. Also nennen wir mal anschreiben, mal Zähler differenziert, mal Cosinus Alpha, die Alpha. Minus Zähler anschreiben, Sinus Alpha, mal Männer differenziert, das ist Minus Sinus Beta de Beta. Da schreiben wir statt Plus hier, dann steht Minus ein Plus, Plus Sinus Beta de Beta. Ja, ist weiter gleich. So, dann tun wir den Bruch zerbrechen. Ja. Das heißt, diesen Teil, da können wir nämlich Cosinus Beta kürzen, sehen Sie das? Haben Sie Cosinus Alpha durch Cosinus Beta. D Alpha plus, und da zerbrechen, da bricht nicht viel, da haben wir also Sinus Alpha Sinus Beta durch Cosinus Quadrat Beta. Ja. Da könnte man damit ein bisschen früher hier auch haben. Durch Cosinus Quadrat Beta d Beta. Ja. Jetzt sagen wir, was kommt jetzt da heraus? Und dann sind Sie fertig. Das wird's. Ja. Also Sie sehen, dass dq nach d Alpha ist gleich Cosinus Alpha durch Cosinus Beta. Und das dq nach dem Beta, das ist der Koeffizient, der ist hier durch Cosinus Quadrat Beta. Das ist ja klar, wenn man das dann nur nach Alpha differenziert, ist der Nenner eine Konstante. Cosinus Beta bleibt, und Sinus Alpha differenziert, dann gibt Cosinus Alpha. Das ist dieser Faktor. Wenn Sie nur nach Beta differenzieren, ist der Zähler konstant, Sinus Alpha bleibt konstant, Cosinus Beta zum Quadrat, oben steht die negative Ableitung, das ist also nach Plus Sinus Beta. So muss es auch sein. R. Sinus Alpha. R ist gleich, was ist das R? R ist immer der Abstand. R ist die Wurzel aus x² plus y² plus z². Ja? Der Abstand eines Punktes sind die Koordinaten x, y und z von Durchschnitt. Sehr, sehr wichtig. Nochmal. Was ist das dr? Dr ist gleich. Wurzel differenziert heißt durch 2 mal Wurzel. Was steht im Zähler? Das D, das Differential von dem, was unter der Wurzel ist.
das D von x mal plus y mal plus z. Das D von dem zum Erlegen ist 2x dx plus 2y für y plus 2z für z. Bitte schön, geben Sie Acht, den Unterschied zwischen 2 und z. Ja? Leichte Verwechslung. Das Einzige, was wir feststellen können, durch 2 können wir kürzen, nicht? Dann haben wir also, das ist gleich, da steht ja R, nicht? Haben wir x durch R bei dx plus, da steht y durch R. Den y plus z durch r dz. Ja? Also, dr nach dx ist das x durch r, dr nach dy ist das y durch r, dr nach dz ist das z durch r. R ist die Wurzel. Dann vielleicht noch dazu. X Quadrat ist Y Quadrat plus Z. Okay. Neuntes Beispiel. S. S ist gleich X durch die Wurzel aus x² plus y² plus z². Auch das wird Ihnen irgendwann einmal bei irgendwelchen Potentialtheoretikern, die glauben, sie können sich von elektrischen Potenzialen begeistern, unterfordern. Und wie Sie sehen, ha! Da können wir ja das achte Beispiel vielleicht verwenden, nicht? Das S, das ist das X durch R. Also wissen wir, was das DS ist. Das DS ist daher gleich pro Strich in der steht R Quadrat und Z Strich, ja? R Quadrat im Zähler steht R dx minus x dr. Ja? Das ist gleich. Bruch zerbrechen. R durch r Quadrat ist 1 durch r. Haben also dx durch r minus x durch r Quadrat mal dr. Dr, das steht da oben, das nehmen wir da. Mal x durch r dx plus y durch r dy plus z durch r dz. Ja? Aha. Wissen Sie, was wir machen, meine Damen und Herren? Der Durchgang 1 durch r der dritten einfach herausheben, ist gleich 1 durch r der dritten. Mit r der dritten kriegen wir da immer, wenn wir das ausdrücken. Keine Brücke mehr nach der Klammer. Das ist super. Wenn ich 1 durch r der dritten herausmultipliziere, habe ich hier r Quadrat dx. R Quadrat dx weniger x Quadrat dx. Ja? Also r Quadrat weniger x Quadrat. Dx plus y dy plus z dz.
R Quadrat plus X Quadrat plus Y Quadrat plus Z Quadrat. Also, der W ist gleich 1 durch R Quadrat mal R Quadrat weniger X Quadrat sind Y Quadrat plus Z Quadrat. Das ist der Ding. Bitte? Ja, das sagt falsch immer. Hier was? Genau. Oder Gamma für X. X R Quadrat. Ja, du musst Oder. Das ist ganz gut. Anna. Ja, das ist ganz gut. Ah! Ja. Sehr gut. Willkommen. Ja. X, X, danke. Sie kommen ab, ja. Also Sie beide. Schön. Also, haben wir R Quadrat, das ist also Y Quadrat plus Z Quadrat. Dx minus XY und Y minus XZ und Z. Schön. Also sehen Sie, was das ds nach dx ist. Ds nach dx, das ist y² plus z². Gebrochen durch r der dritten. Das ist also x² plus y² plus z². Hoch 3 halbe. Halbe, weil es die Wurzel ist, zu dritt. Ja? Und ds nach der y. Das ist gleich minus, danke, xy, danke, minus xy durch Gamma x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat. 3 halbe. Und ds nach dem z kriege ich nicht mehr hin. Aber das ist das gleiche nur statt y mit z. Was Sie mich korrigiert haben, richtig korrigiert haben, sehe ich, dass Sie bereits differenzieren können. Das heißt, ich brauche keine weiteren Beispiele mehr zu machen. Dafür ist ja auch voll. Ich habe gesagt, ich habe auch kein weiteres vorbereitet. Das einzige Dumme ist, jetzt hätten wir noch 5 Minuten. Die Tafel ist aber voll. Die müssen Zitate durch. Wissen Sie, was ich Ihnen anbiete? Sie kommen dafür brav am Freitag und da lernen Sie viel. Dafür machen wir jetzt 5 Minuten Pause, ich habe mich getroffen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke.